Herzlich willkommen hier heute Abend im Haus der Religion zum 11. Gespräch unserer Reihe Religionen im Gespräch. Heute Abend mit dem Thema: Sind das Islamisten? Wer ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat? Als die Ahmadiyya Muslim Jamaat vor etwa einem Jahrzehnt in Hannover eine Moschee bauen wollte, da ist ihr das passiert, was ihr eigentlich immer passiert, wenn sie in Deutschland eine Moschee bauen will. Es gab riesigen Alarm in der Stadt, gewaltige Proteste. Das ging über Jahre hinweg. Man kann heute noch in der Hannoverschen Zeitung etwa das hin und her nachlesen. Viele waren verängstigt und haben gesagt, lasst die da bloß nicht bauen. Das ist eine gefährliche Gruppe. Das ist eine Gruppe, die ist antidemokratisch, sie ist antisemitisch und auch antichristlich. Und das besonders Gefährliche ist, die missionieren, die gehen nach draußen, die bleiben nicht für sich. Sie sind zentral gesteuert von einer Gruppe in Pakistan. Und dort sitzt einer, der das ganze Unternehmen im Griff hat. Und letztlich ist das, was sie wollen, eine Art Gottesstaat oder jedenfalls doch ein islamischer Staat mit der Scharia im Zentrum. Und so eine Gruppe darf in Deutschland keine Moschee bauen. Das war die eine Meinung. Die andere Meinung sagte, da ist manches dran an diesen Urteilen, aber zunächst muss man doch sagen, das ist eine friedliche islamische Erneuerungsbewegung und dazu eine, die sich zur deutschen Verfassung bekannt hat. Also mal genau hinsehen, mit den Leuten reden und die Aufregung etwas herunterfahren. So oder ähnlich jedenfalls sieht es offenkundig auch das Bundesland Hessen, das im vergangenen Jahr die Ahmadiyya Muslim Jamaat als erste muslimische Gruppe überhaupt als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt hat. Wir stellen heute die Frage, ja wie denn nun? Wer ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat? Wofür steht sie? Was will sie? Und wir haben drei Gäste hier auf dem Podium. Ich begrüße herzlich zu meiner Linken Aisha Daud. Sie sind in Pakistan geboren, als Schulkind nach Deutschland gekommen, haben hier Abitur gemacht und haben Medienerfahrung, wenn ich das so sagen darf, haben selbst beim Ahmadiyya-Fernsehen in Deutschland gearbeitet, unter anderem auch als Moderatorin, kennen also solche Formate von der anderen Seite und haben jetzt im Internet auf YouTube ein Format gegründet, das heißt Islam im Brennpunkt. Also das ist Blickpunkt Islam. Blickpunkt Islam. Genau. Und in der Ahmadiyya-Moschee in Stöcken fungieren Sie als Beauftragte für das interreligiöse Gespräch und in dieser Funktion sind Sie heute Abend hier. Herzlich willkommen, Frau Daud. Ja. Zu meiner Rechten begrüße ich Mohammed Davud Majoka. Sie sind aus Münster zu uns gekommen, gebürtig in, wenn ich es mir recht gemerkt habe, in Libyen als Kind pakistanischer Eltern, aber seit einem Vierteljahrhundert in Deutschland. Und ein Informatiker, ein Mann der Universität, der, wie Sie mir eben sagten, medizinische Bildbearbeitung betreibt und auf dem Weg ist, Professor zu werden für Informatik an der Universität Münster. Hoffentlich. Hoffentlich. Und über die vielen Aufgaben, die so eine Karriere mit sich bringt und die viele Zeit, sind Sie ehrenamtlich tätig als Beauftragter oder Sprecher der deutschen Ahmadiyya im Vorstand und in dieser Funktion heute hier. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich begrüße herzlich Peter Antes. Sie muss man in Hannover nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem. Sie haben studiert katholische Theologie, Orientalistik und Religionswissenschaft und wenn ich das so sagen darf, dann in zwei dieser Fächer promoviert und im dritten sich habilitiert, nämlich in der Religionswissenschaft und in diesem Fach sind Sie in Hannover und weit darüber hinaus wohlbekannt, waren 4 Jahrzehnte Inhaber des Lehrstuhls für Religionswissenschaft an der Leibniz und der Universität beinahe und sind jetzt emeritiert, man merkt es kaum.
dass das so ist. Sie sind nach wie vor stark engagiert, so auch heute Abend hier. Herzlich willkommen, Herr Antes. Vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Reinbold, ich bin der Beauftragte für den christlich-muslimischen Dialog in der Evangelischen Landeskirche Hannovers und heute Abend der Moderator. Herr Antes, stellen wir uns mal ganz dumm zu Beginn. Die meisten Deutschen, so meine Erfahrung, können mit dem Wort, das heute auf den Einladungen stand, eigentlich gar nichts anfangen. Ahmadiyya, was ist das für eine Gruppe? Wo kommen die her? Was bedeutet der Name? Es ist richtig, dass natürlich die meisten von dieser Gruppe noch gar nichts gehört haben. Es ist eine Erneuerungsbewegung innerhalb des Islam in Pakistan entstanden, gegründet von Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, der 1835, 36 geboren ist und bis 1908 gelebt hat. Und Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts durch Veröffentlichungen bekannt geworden ist, die zum Ziel haben, über die Inhalte werden wir ja insgesamt noch reden, aber die doch zum Ziel haben, eine Erneuerung des Islam und gleichzeitig einen Punkt ansprechen, dass mindestens seine Anhänger glaubten, er sei, und teilweise hat er das auch selbst gesagt, der erwartete Mahdi der Muslime, der Messias der Juden, der wiedergekommene Jesus, die Wiederkunft des indischen Gottes Krishna und vielleicht sogar ein wiedergeborener Buddha. Das heißt, wir haben eine Bewegung hier vor uns, die von vornherein auch einladend ist an andere Religionen des indischen Subkontinents, wo es ja entstanden ist. Spannend wird die Sache dadurch, dass er persischer Abstammung aus einer Aristokratenfamilie dann eine ganze Reihe von Anhängern gefunden hat, vor allen Dingen aus der Mittelschicht Indiens. Seit 1891 haben die sich auch regelmäßig versammelt und gewissermaßen punktuell zur neuen Religionsgemeinschaft wurde das Ganze durch eine Volkszählung, die die Engländer in Indien durchführten, bei der 1901 jeder angeben sollte, aus welcher Religion er kommt. Und da gab eben dieser Gründer den Leuten den Rat zu schreiben, sie sind Ahmadiyya. Muslime. Er starb dann 1908, wie gesagt, sein Nachfolger führte die Gemeinschaft relativ straff. Es gab interne Streitereien über die Frage, ist jetzt Ghulam Ahmad ein Prophet, ein neuer Prophet oder nur eine Erneuerung innerhalb des Islam? Sodass nach dem Tode des Nachfolgers 1914 die Gemeinde sich spaltete in zwei Gruppen. Die eine wird gewöhnlich auf den Geburtsort von Ghulam Ahmad Qadian-Gruppe genannt und die andere ist in Lahore beheimatet. Beide werden dann sehr aktiv in der Mission. Es ist wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, dass in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in Berlin die erste Moschee, eine Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde war, eben in Wilmersdorf. Bis heute die älteste Moschee in Deutschland. Bis heute die älteste, ja, in Deutschland, wenn man Schwetzingen mal auslässt. Aber in jedem Fall die älteste, auch die erfolgreichste, was Konvertiten anging. Kritisch wird die Sache dann vor allen Dingen in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, als in Pakistan, der Titel lautet ja Fundamentalisten, wirkliche Fundamentalisten, also rechtsgerichtete, konservative islamische Kreise, dafür eintraten, die Ahmadiyya zu verbieten. Das hat sich dann noch ein bisschen beruhigt.
Und in den 70er Jahren wurde vor allen Dingen auch mit saudischer Unterstützung das Ganze noch einmal hochgekocht in Pakistan, mit dem Ergebnis, dass 1975 das pakistanische Parlament beschlossen hat, die Ahmadiyya sind keine Muslime. Seither werden sie auch in Pakistan deutlich diskriminiert. Gleichzeitig zu diesem Beschluss in Pakistan erfolgte der Ausschluss aus der Weltmuslimliga. Es ist ein einmaliger Vorgang, dass innerhalb des Islam eine Gruppe exkommuniziert wird. Und deshalb haben wir im Grunde genommen die Situation seit den 70er Jahren, dass eben diese Gruppe sich selbst nach wie vor für muslimisch hält, aber von der Mehrzahl der Muslime nicht akzeptiert wird. Und dieser Streit ist nochmal in Deutschland wieder hochgekommen, als dann DITIB und die türkischen Muslime, angesteckt durch das saudische Beispiel, auch die Frage aufwarfen, ob das jetzt Muslime sind oder nicht. Es ist also ein ganz spezieller Fall. Ich will in dem Zusammenhang nur noch bezogen auf den Punkt Fundamentalismus Folgendes hinzufügen. Der Außenminister nach dem Zweiten Weltkrieg in Pakistan, Saifullah Khan, war Ahmadi und hatte bei den Verhandlungen über die Erklärung der Menschenrechte in der UNO, Entschuldigung, ich bin bereits professionell deformiert, in der UNO sich massiv dafür eingesetzt, dass Religionsfreiheit und Menschenrechte etwas aus dem Islam hervorgehendes seien, während die Saudis das strikt abgelehnt haben. Und in der späteren Zeit war ja diese Religionsfreiheit geradezu als Prinzip notwendig, als man unter der Regierung Zia-ul-Haq in Pakistan dazu überging, Moscheen anzuzünden, Ahmadis zu attackieren, sogar den Begriff Moschee verbot. Viele Anklagte, wenn sie etwas Positives zu Mohammed sagten, sie würden also eigentlich Blasphemie begehen. Man riss die Schahada, also das islamische Glaubensbekenntnis, wenn das in Arabisch an der Moschee stand, ab und diskriminierte die Ahmadiyya so stark, dass eben sehr viele gezwungen waren, im Übrigen auch der Leiter, dann Pakistan zu verlassen und in Europa Asyl zu suchen. Das merken Sie heute noch, wenn man mit jetzt normalen Muslimen spricht, dann sagen die oft, die Ahmadis, das sind gar keine Muslime. Bei Ihnen auf der Homepage und auch in vielen Publikationen steht, wir sind die Wiedergeburt des wahren Islam, eine Renaissance des tatsächlichen Islam, so lautet das Zitat. Was ist am normalen Islam so falsch gelaufen, dass es eine Wiedergeburt braucht? Was ist das Typische für die Ahmadiyya? Dass es nicht normal ist. Es ist nicht normal? Dass es nicht normal ist. Also, wenn man die Geschichte der Religionen betrachtet, also nicht nur des Islam, sondern auch von anderen Religionen, so sieht man das, und insbesondere im Islam hat der heilige Prophet, der Gründer des Islam, selber vorausgesagt, dass mit der Zeit die Muslime sich von den wahren Lehren des Islam abdriften werden. Und es gibt eine lange Prophezeiung, ein Zitat von dem Propheten, wo es heißt, der Islam wird nur noch nach dem Namen geben, ja, und der Koran wird nur noch nach der Schrift geben. Die Moscheen werden da sein, die werden bevölkert sein, aber sie werden ohne Rechtleitung für die Menschen sein, ohne Spiritualität sein und so weiter. Also es gibt eine lange Reihe von Merkmalen über die Muslime, die der Prophet vorausgesagt hat. Und das ist, was wir glauben, tatsächlich bereits passiert ist, dass die Muslime mit der Zeit vom dem wahren Islam, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber gelehrt hat, immer weiter abgedriftet sind. Ja, was machen die alles falsch? Ja, zum Beispiel, heute assoziiert man mit dem Islam, wenn Sie
Menschen in nicht-islamischen Ländern fragen oder auch unter den Muslimen viele, werden sie zuerst und an vorderster Stelle Unfrieden, Terrorismus, Frauenunterdrückung, Rückständigkeit und Ähnliches verbinden. Das sind alles Sachen, die der Prophet strikt abgelehnt hat. Das sind alles Sachen, die nach unserem Glauben, nach unserem Verständnis, dem ursprünglichen Islam, so wie der Prophet selber gelehrt und gelebt hat, widersprechen. Die Betonung auf Bildung, die Betonung auf Frauenrechte, die Betonung auf Frieden. Islam, das Wort an sich bedeutet Frieden. Ja? Und heute käme niemand auch im Traum darauf, Islam mit Frieden zu verbinden. Eher mit Terrorismus, eher mit Gewalt, eher mit Unterdrückung, eher mit Menschenrechte, Verletzung der Menschenrechte. Das zeigt schon an sich, dass die Muslime von dem wahren Islam, von dem normalen Islam, wie der Prophet das gelehrt hat, abgedriftet sind. Und die Lösung, das hat der Prophet auch gesagt, und das ist eben, was vorhin gesagt worden ist, der Prophet hatte vorausgesagt, dass dann ein Mahdi, also jemand, der von Gott geleitet wird, kommen wird und er wie die Muslime zu dem richtigen Pfad zurückführen. Deshalb nennen wir uns Renaissance des Islam oder Wiedergeburt oder wie auch immer Sie das bezeichnen mögen. Hm. Das heißt, der Islam ist nicht reformbedürftig, die Muslime sind reformbedürftig. Das würden natürlich viele Sunniten genauso auch sagen und sagen, das ist nicht der Islam, der falsch ist, sondern die Menschen haben ihn einfach falsch ausgelegt. Richtig, ja? Genau, weil das ist, wie gesagt, das ist schon in den Prophezeiungen so gewesen und deshalb glauben alle Muslime daran, dass sie sozusagen vom richtigen Pfade oder die anderen vom richtigen Pfade abgekommen sind. Aber das ist übrigens in allen Religionen genauso. Der Unterschied ist, dass bei uns hier der Gründer der Gemeinde den Anspruch erhoben hat, dass er von Gott auserwählt worden ist, von Gott die Offenbarung mitgeteilt bekommen hat, dass er der vorausgesagte Mahdi, also derjenige ist, der die Muslime recht leiten soll. Bei den anderen Muslimen, die Sunniten, Schiiten, wer auch immer, da gibt es auch Reformbewegungen, aber die sind nicht auf den Anspruch gegründet, dass Gott diese Person oder jene Person geleitet hat, sondern die sagen, wir sehen, heute passiert etwas falsch und wir wollen das reformieren, wir wollen das verbessern. Das ist auch gut, aber der Unterschied ist dann in diesem Anspruch. Wenn man jetzt mal praktisch fragt, das sind ja jetzt viele Punkte, die die Weltsicht betreffen, dann am Ende auch eine, sagen wir mal, die Moral oder solche Dinge. Merkt man das auch im Alltag? Also wenn ich einen Nachbarn habe und ich weiß, der ist Muslim, aber ich weiß nicht, welche Sorte, merke ich, wenn Ahmadi neben mir wohnt? Und wenn ja, woran könnte ich das merken? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bemerkt man das, dass es Ahmadi Muslime sind, indem man halt den richtigen Islam, auch die Lehre des Islams im wirklichen Leben auch praktiziert. Nicht nur der Nachbar, sondern egal wo ich bin in der Gesellschaft, egal wo ich, wenn ich irgendwo arbeiten gehe oder an den Schulen, an den Universitäten, egal wo ich bin, man bemerkt das, indem man halt die Lehre des Islams praktiziert. Und die Lehre des Islams basiert bei den Ahmadi-Muslimen und auch wie bei allen anderen Muslimen auch auf dem heiligen Koran, Sunna, das ist die Praxis von dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und Ahadis, das sind die Überlieferungen von dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist die Lehre des Islams. Und Koran, wir betrachten den Koran als Wort Gottes, der den Menschen führt und leitet in jeder Hinsicht, egal in welchem Bereich man ist. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, er ist eine vollkommene Verkörperung der islamischen Lehre. Und dass man halt die islamische Lehre dann halt auch in seinem Leben praktiziert, so bemerken die Menschen natürlich auch, dass es friedliebende Menschen sind. Aber das würden doch viele Sunniten wiederum genauso sagen und sagen, das ist mein Islam, wie ich ihn lebe. Also wir haben hier einen Imam im Saal, der würde das bestimmt genauso sagen. Wir können ihn nachher mal fragen. Oder das ist doch, ist das was Besonderes? Ja, das ist schon irgendwo etwas Besonderes, indem wir eine Reformgemeinde sind, indem wir den wirklichen, man bemerkt es auch daran, dass man den Koran auch rational interpretiert. Aha. Und rationale Interpretierung bedeutet, dass eine Interpretation, die mit dem Vernunft übereinstimmt. Das sind keine irrationale, also wir Ahmadi-Muslime sind fest davon überzeugt, dass im Koran keinen einzigen Vers gibt, der mit der Vernunft nicht übereinstimmt.
Das klingt interessant, das steht auf der Homepage und in vielen Publikationen ja. auch. Also Wissenschaft und Islam können sich nicht widersprechen. Nein, also auf keinen Fall, weil Islam, also Koran ist ja Wort Gottes und Wissenschaft ist Werk Gottes. Also das ja. ist ja etwas, also dass man, es gibt zahlreiche Offenbarungen im Heiligen Koran, die man zu heutiger Zeit so interpretiert. Zum Beispiel, es gibt im Sure Takwir, Vers 6 und beziehungsweise Vers 8, je nachdem halt die Verse, zum Beispiel, wenn die Menschen nacheinander gebracht werden, das wird dann heutzutage so interpretiert, zum Beispiel Telekommunikation, Internet, die Globalisierung. Heutzutage ist die Welt zu einem Global Village geworden. Und damals, als Koran offenbart worden ist, hat man ja wahrscheinlich das ganz anders interpretiert. Mhm. Und genauso, Wissenschaft macht ja Entwicklungen. Es stellt immer wieder neue Thesen, es gibt immer wieder neue Theorien. Also es hat ja, es bleibt ja nicht auf einem Stand. Es entwickelt sich immer weiter. Das heißt, Ahmadis sind auch begeisterte Anhänger der Evolutionslehre oder machen jetzt ihr Higgs-Boson oder was immer da in der Physik gerade dran ist und solche Dinge. Ja, wir glauben, wie bereits erwähnt, dass es da keinen Widerspruch gibt zwischen das Werk Gottes und das Wort Gottes. Mhm. Wenn es einen scheinbaren Widerspruch gibt, dann ist er entweder darauf zurückzuführen, dass das Wort Gottes nicht richtig verstanden worden ist, mhm. oder es ist darauf zurückzuführen, dass die Wissenschaft noch nicht so weit ist. Es gibt ja einen Kern von Wissenschaften, das ist feststehend, die Naturgesetze und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich Randbereiche, wo immer Neues entdeckt wird. Es gibt Sachen, die erweitert werden, die ergänzt werden. Es gibt neue Entdeckungen. Also das kann scheinbar zu sozusagen. Mhm. Es ist natürlich aber nicht in Wirklichkeit. Ein spannender Punkt, der für die deutsche Gesellschaft und unsere aktuelle Debatte um Islam eine riesige Rolle spielt, ist die Frage, wie halten Sie es denn mit den historischen Wissenschaften? Also sind Sie offen für eine historische Interpretation des Koran, der ja ein Buch ist, das einen Ort hat, den man beschreiben kann im 7. Jahrhundert, einen kulturellen Kontext, eine Herkunft etc. Ja. Sind Sie offen für eine historische Deutung des, Koran? Eine historische, also das Wort Gottes hat auch zwei Aspekte. Zum einen, das Wort Gottes nach islamischem Verständnis, nach unserem Verständnis, ist in Form von Heiligen Koran das endgültige Gesetzesbuch, das bis zum jüngsten Tag seine Geltung hat. Also insoweit ist das unveränderlich. Aber wenn man die verschiedenen Verse verstehen möchte, dann muss man auch den historischen Kontext betrachten. Und das ist jetzt nichts Neues, was wir sozusagen sagen, sondern von Anfang an gibt es in der Tafsir, in Koran-Kommentare, gibt es immer zu jedem Vers auch, das nennt man Asbab al-Nuzul, also warum wurde ein bestimmter Vers erwähnt? In welchem Kontext ist es offenbart worden? Also dieser Kontext, der historische Kontext, der muss immer mit betrachtet werden. Also insoweit ist das Wort Gottes auch in seinem historischen Kontext zu verstehen, aber es hat eine Geltungsdauer bis zum jüngsten Tag. Man kann jetzt nicht heute sagen, diese Gesetze, die im Koran sind, die waren für die damalige Gesellschaft vor 1300 Jahren, jetzt brauchen wir neue Gesetze oder wir verändern diese Gesetze. Sondern wir gehen davon aus, dass Gott, der allwissend ist, der auch das Zukünftige weiß, bereits in seinem Buch so offenbart hat, so niedergelegt hat, dass er alle Begebenheiten bis zum jüngsten Tag bereits berücksichtigt hat. Ja? Es gibt eine Möglichkeit, dass man bestimmte Gesetze in bestimmten Situationen anders interpretiert. Die Möglichkeit gibt es, aber die Gesetze an sich sind unveränderlich. Mhm. Wir kommen auf den Punkt noch zurück, weil das ja doch eine Menge Punkte dann ergibt, die schwierig sein könnten. Ich will Professor Anders zunächst noch mal fragen, wenn die Ahmadiyya in Deutschland eine Moschee bauen will, wir erleben es gerade wieder in Leipzig, wo man also blutige Schweineköpfe auf dem Moscheebauplatz jetzt auf Hölzer gespießt hat. Es gibt jeweils riesige Widerstände und anti-islamische Ausfälle. Man sorgt sich vor einer fundamentalistischen Gruppe, die aggressiv missioniert und die Verfassung abschaffen will. Ist da aus Ihrer Sicht was dran? Also diese Rede davon, man wolle einen islamischen Staat, man wolle vielleicht einen Gottesstaat, der letztlich für die ganze Welt gilt und so natürlich selbstverständlich auch für Deutschland?
Also wenn ich das richtig sehe, ist da nichts dran. Man muss unterscheiden zwischen einerseits natürlich Gegnerschaften, die grundsätzlich beim Moscheebauten auftreten, die im Übrigen häufig auch gar nicht unmittelbar religiös begründet sind, sondern da gibt es auch Leute, die Angst haben, dass ihre Grundstücke weniger wert sind, wenn das in dieser Gegend zum Beispiel stattfinden soll. Das ist die eine Seite, also eine deutsche Öffentlichkeit, die den Moscheebau nicht generell begrüßt, sondern Schwierigkeiten macht. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch innerislamische Auseinandersetzungen gegen die Ahmadiyya, die ich ja schon erwähnt habe. Und die sind eben von anderer Ordnung. Denn vieles von dem, was jetzt gesagt wurde, findet man auch unter den normalen Interpretation in bestimmten Schulen des offiziellen Islam. Also was gerade gesagt wurde hinsichtlich der Auslegung des Koran und der Modernisierung, das erinnert mich in vielen Punkten an Beiträge, die etwa in dem von mir mit herausgegebenen Lexikon des Dialogs, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, genauso stehen und verfasst sind von Vertretern aus der islamisch-theologischen Fakultät in Ankara beziehungsweise ihrer Kollegen in der Türkei. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Eigentlich müssten wir doch noch mal auf das kommen, wo man eben sagt, was stört die Muslime an der Ahmadiyya in diesem Maße? Dass die Ahmadiyya-Leute sich nicht am Islam stören, haben wir gehört, ist auch bekannt, denn sie betrachten sich ja als Muslime. Und wenn die andere Frage kommt, was stört eigentlich die Muslime an dem Ganzen, dann würde ich sagen, da gibt es zum Teil sicher politische Gründe, die vor allen Dingen in Pakistan und letztlich auch in Saudi-Arabien liegen. Zum anderen gibt es sicher einen Punkt, also wenn man etwa die Homepage der Ahmadiyya in Deutschland nimmt, dann steht da, dass sie glauben, dass eben in Rolam Ahmad der Mahdi gekommen ist. Das ist für die normalen Muslime sicher ein Stein des Anstoßes. Es gab in der islamischen Geschichte, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert, immer wieder die Vorstellung, auch unter den Muslimen, dass der Mahdi gekommen sei. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts einen Mahdi-Aufstand in Sudan. Es gab Leute in Iran, die geglaubt haben, Khomeini sei der Mahdi. Das heißt, es ist keine fremde Vorstellung. Nur dezidiert zu behaupten, das ist der Mahdi gewesen, das ist für viele ein Stein des Anstoßes, der aber, und jetzt kommt das Politische dazu, wohl nicht ausgereicht hat, um in den ersten 50, 60 Jahren in Pakistan eine solche Welle auszulösen. Plötzlich kommt man in den 50er Jahren und bekämpft die Ahmadiyya-Bewegung und will sie aus dem Islam exkommunizieren. Und das Ganze wird dann erfolgreich in den 70er Jahren durchgeführt, unterstützt von den Saudis, die dasselbe machen, auch bezogen auf die Muslimliga. Da muss man sich schon fragen, was hat die eigentlich alle bewogen? Denn dieses Phänomen ist einmalig in der Geschichte des Islam, dass Gruppen offiziell ausgeschlossen werden. Ja. Vielleicht kann ich hinzufügen, historisch, Pakistan, also ist ja 1947 gegründet worden. Ja. Davor war es ja British Indian. Ja. Und da haben die Mullahs oder Fundamentalisten einfach keine Möglichkeit gehabt, das per Gesetz durchzusetzen. Es gab Fatwas, also religiöse Edikte, die Ahmadis auch schon damals als Ungläubige bezeichnet haben und so weiter und so fort. Nur war das halt nicht von der Gesetzgebung her so. Aber 1947 ist Pakistan gegründet worden und diese Mullahs, Fundamentalisten, die damals die Entstehung Pakistans bekämpft haben, die haben aber wenige Jahre danach, also 1953 war das, so viel Macht schon gesammelt, dass sie per Gesetz das durchsetzen
setzen nur wollten. Das Gesetz kam erst 1974. Genau. 1954 gab es einen Aufstand der Fundamentalisten gegen die Regierung, genau um diese Frage. Aber 1974 haben sie es dann mit saudischer Hilfe dann geschafft. Ja. Jetzt entsteht ein Bild, das mit dem, was so in den deutschen Zeitungen normalerweise steht, wenn wir über Ahmadiyya sprechen, wenig zu tun hat. Sie haben gesagt, es geht wahrscheinlich keine Gefahr aus. Wir hören, Sie sind eine verfolgte Gruppe. Und wir haben gehört, Sie sind eine moderne Gruppe, die also die Wissenschaft und all diese Dinge hineinbringen will. Insofern kann ich Ihnen natürlich jetzt nicht die schwierigen Themen ersparen, die üblicherweise so diskutiert werden. Und ich will mal mit dem Frauenthema anfangen, was dabei natürlich oft oben aufliegt. Sie, auf Ihrer Homepage steht der schöne Satz, der mich, also als ich ihn gelesen habe, wirklich erstaunt hat. Die Ahmadiyya ist so etwas wie die erste islamische Frauenbewegung. Ja, also Feministen im Grunde, eine Bewegung zur Befreiung der Frau. Ihre Kritiker sind umgekehrt der Meinung, dass sie eine harte Geschlechtertrennung haben und dass die Frauen im Geist des Gehorsams erzogen werden und dass da alles ist, nur nicht Freiheit. Ja, wir glauben ja daran, dass es im Glauben es soll kein Zwang sein im Glauben, so steht das auch im Koran. Und die Frauenrechte, das hat ja der Islam auch mit sich gebracht. Die erste Frauenbewegung, wovon Sie auch jetzt eben gesprochen haben, das war ja auch, also Zweck der Gründung von dieser Frauenbewegung war ja auch die Bildung und Erziehung der Frauen. Es ist ja halt dafür da, dass die Frauen sich auch bilden. Und wir sind hier in Deutschland eine sehr junge Gemeinde. Auf der anderen Seite, man sieht es auch, dass unsere Frauen in jedem Lebensbereich, im Bildungsbereich auch sehr erfolgreich geworden sind. Und es gibt Ärztinnen, Anwältinnen, Lehrerinnen, die auch berufstätig sind und arbeiten gehen. Also man kann jetzt nicht sein, dass wir, wie Sie das eben auch gesagt haben, im Geist des Gehorsams erzogen oder wie. Also das ist einfach ein falsches. Das ist ein falsches, Gehorsamkeit. Ja. Mhm. Wenn man gläubig ist, wenn man überzeugt ist von einer Religion, dem man gehört, da müssen die Männer genauso gut gehorsam sein wie die Frauen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so, dass nur die Frauen gehorsam sein sollten oder müssen. Ja, steht das nicht im Koran, dass die Frauen dem Mann gehorsam sein sollen? Und wir haben ja eben gehört, der Koran ist Gottes unveränderliches Gesetz. Ja, also die Frauen sind ja den Männern gegenüber in der Hinsicht auch gehorsam, dass ein Mann ist ja eine führende Person zu Hause. Und daher sind die, also es ist ja, die sind gegeneinander ein Gewand. Also das Wort im Koran wurde, also das, die sind jetzt nicht, der eine ist nicht den anderen untergeordnet, sondern es ist der Mann und die Frau, die sind gegeneinander ein Gewand. Und das Wort Gewand wird auch im Koran, wurde auch das benutzt. Ja, ich verstehe, aber Sie haben eben gesagt, der Mann ist die führende Person zu Hause und da ist die Frau gehorsam. Das ist für Sie kein Widerspruch. Das, nein, also ich bin einerseits auch gehorsam, aber irgendwo ist der, also habe ich auch natürlich meine Rechte. Ich genauso. Ja. Ist der Mann, wo er auch die führende Person ist. Er ist auch verpflichtet gegenüber mich. Ich habe natürlich auch meine Pflichte. Ich habe auf der anderen Seite auch meine Rechte. Aber wenn Sie, hat der Mann seine Rechte und auch seine Verpflichtungen, die er gegenüber mich hat. Ja. Ja. Aber wenn Sie jetzt in den Kopf etwa hätten, jetzt sagt der Mann was und Sie finden das ganz doof und sagt, mache ich aber nicht, das geht nicht. Nein, doch. Also wenn ich bin offen, ich bin zu meinem Mann. Ja. Er sitzt hier und ich bin offen zu ihm. Und wenn irgendwo, wir diskutieren natürlich auch, wenn es irgendwelche Themen gibt oder irgendwelche Situationen sind, wo man halt miteinander diskutieren muss, da sage ich natürlich auch meine Meinung. Und sage hier auch, dass ich oft gewinne. Also das heißt, ich muss ihn überzeugen. Jetzt. Es gibt eine Offenbarung des Gründers der Gemeinde, wo Gott ihm mitgeteilt hat, eure Frauen sind nicht eure Dienerinnen, sie sind eure Gefährtinnen. Mhm. Ja? Also das ist, was wir darunter verstehen. Und insoweit 1924 wurde die Frauengruppe der Ahmadiyya gegründet. Und deshalb dieser Anspruch, dass das ist die erste Frauenbewegung
überhaupt ja. ist. Und da ist insbesondere die Betonung auf Bildung und Selbstverwirklichung und ja. die Rechte. Und, ja. und daher aber wurde es ja auch gegründet, damit die Frauen auch sich bilden. Ja. Das, damit sie nicht dumm gehalten aber werden. Aber die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen in den Gemeinden sind aber doch trotzdem sehr getrennt. Die Frauen sind hier, die Männer sind da und man redet ja, nicht also miteinander, Ja, also damit wird oder? Ja kein Geschlecht benachteiligt. Weder Männer also werden damit benachteiligt, noch die nicht, Frauen. Ich will Sie nicht ärgern, aber bei der Eröffnung der Ahmadiyya-Moschee in Hannover ja. Waren alle in einem Saal und dann wurde es zum Essen aufgerufen und dann gingen die Frauen raus. Und ich ja. weiß noch, wie der Oberbürgermeister sagte, warum gehen denn die Frauen raus? Und dann ja. wurde gesagt, das ist bei uns so. Das wirkte schon sehr so ja. wie jetzt mal die Katzen an den Katzentisch. Nein, nein, nicht? Um Gottes Willen. Also das ist ja so, dass die Geschlechtertrennung, es ist nicht etwas, was der Islam was neu mitgebracht hat. Also das, Sie empfinden das nicht als diskriminierend, sondern nein, das überhaupt ist nicht. Also das Geschlechtertrennung, das gab ja auch in Judentum und auch in Christentum und wurde auch bis vor einiger Zeit auch praktiziert. Mhm. Dass das jetzt, dass man halt jetzt aufgehört hat, mit dieser Geschlechtertrennung zu praktizieren, das ist eine andere Sache. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Koran oder die Lehre des Islams etwas Neues mit sich gebracht hat. Mhm. Das kann man nicht sagen bei der Geschlechtertrennung. Ja. Dann greifen wir mal das zweite heiße Eisen auf, Scharia. Die Internetseite sagt auf der einen Seite, man müsse die Scharia modern interpretieren, Zitat. Gleichzeitig heißt es, und Sie haben es eben auch gesagt, das Gesetz des Heiligen Korans ist unveränderlich. Nun stehen natürlich im Koran viele Dinge, das weiß heute in Deutschland beinahe jeder, die mit dem Geist der Freiheit oder auch der deutschen Verfassung nicht in Einklang zu bringen sind. Wie gehen Sie damit um? Also etwa im Erbrecht oder auch wiederum die berühmte Sure, in dem der dem Mann erlaubt wird, in der größten Not, zwar nur dann, aber dann doch immer in die Frau zu schlagen. Ich habe vorhin also gesagt, dass das Gesetz, also Scharia bedeutet ja einfach den Weg. Ja, und das enthält nicht nur Koran, sondern die gesamte islamische Lehre ist Teil von Scharia. Das gründet sich auch auf die Praxis, also die Sunna des Propheten und so weiter. Was die Übereinstimmung mit dem Grundgesetz betrifft, haben wir des Öfteren diskutiert und gesagt, es gibt keinen Widerspruch zwischen Scharia und Grundgesetz. Alle Sachen, die im Grundgesetz stehen, das bekennen wir und die stehen genauso auch im Heiligen Koran. Das, was Sie als Widerspruch bezeichnet haben, nur um ein Beispiel aufzugreifen, Sie sagen, den Frauen wird beim Erbrecht die Hälfte zugesprochen gegenüber dem Mann. Kann ich zum Beispiel erläutern. Erstens, es widerspricht keinem deutschen Gesetz. Der Vater oder der Mutter oder wer auch immer das erbt, kann entscheiden, ich gebe alles meinem Neffen und nicht meinen Kindern. Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, bei den Frauen ist das so, dass sie die Hälfte zwar von dem Vater bekommen, sie bekommen aber auch von ihrem Mann die Hälfte. Der Sohn dagegen bekommt das nicht. Also wenn eine Frau einen Mann heiratet, bekommt sie von ihrem Mann, dem zukünftigen Mann, einen Teil an Erbe. Ja? Wenn der Mann eine Frau heiratet, natürlich, dann bekommt er von seiner Frau kein Geld zugewiesen. Ja? Deshalb ist das schon irgendwie geregelt. Es ist also nicht als einfache Benachteiligung zu betrachten. Es ist die Hälfte von dem Vater, die Hälfte von dem Mann. Dennoch kommen Sie natürlich in einen Widerspruch, weil im deutschen Recht, wenn es um das Pflichterbe geht, der Mann und die Frau exakt gleich behandelt werden. Das ist so. Ja, aber derjenige, der erbt, der kann ja selber entscheiden. Er kann nicht beim Pflichtanteil, da können Sie nichts mehr entscheiden. Da entscheiden die Gerichte und die entscheiden genau gleich. Ach so, okay, dann das von der Pflicht der Schenkung vorher. Gut, man kann natürlich immer Mittel, aber wenn es zur Entscheidung des Gerichtes kommt und die Erben sich streiten, kriegen die Mädchen und die Jungs gleich viel. Ja, okay, aber wie gesagt, also es gibt diese Möglichkeit, dass man diese Schenkung macht und das wird meistens bei den Muslimen dann auch so gemacht, dass sie das sozusagen vorher bestimmen, vor dem Tod bestimmen und ein Testament niederlegen, festlegen, dass so viel bekommt der und nicht nur die Kinder, sondern auch die Neffen und so weiter und so fort. Und deshalb sehen wir da keinen Widerspruch. Ich verstehe, ja. Es ist im Rahmen des Gesetzes möglich, durch Schenkung oder durch andere Mittel das zu machen und das wird dann auch oft so gemacht. Aber wie gesagt, die Weisheit dahinter ist,
dass die Frau dann von dem Mann auch noch einen Teil bekommt, der Mann aber von seiner Frau bei der Heirat nichts bekommt. Ja. Und deshalb ist das wieder ausgeglichen worden. Es kann ja sein, dass die Tochter, also der Vater zum Beispiel, ein armer Mensch ist, der nicht so viel besitzt, sie heiratet aber einen reichen Mann, dann bekommt sie viel mehr als der Sohn, weil sie von ihrem Mann dann entsprechend viel bekommt. Ja. Also ja, ich verstehe. Man kann natürlich jetzt viele Geschichten konstruieren. In Deutschland macht das einfach vielen Sorge, wenn da Muslime sind, die sagen, im Koran steht, zur größten Not darf der Mann die Frau schlagen. Und sie sagen, das stimmt vollends mit unserem Grundgesetz überein. Das ist für die meisten offenkundig, dass das nicht stimmt. Wie gehen Sie damit um? Ich verstehe jetzt, wenn Sie sagen, machen wir eh nicht und mein Mann ist ganz lieb, glaube ich, alles sofort. Nur wenn Sie es hart auf hart nehmen und auf die juristische Frage hin bündeln, bleibt da ein Widerspruch oder nicht? Ja, es ist ja auch unter Umständen natürlich auch erlaubt. Und welche Umstände es sind, also das, da bin ich jetzt halt auch gefragt, weil ich denke, da Herr Majoka würde dann da... Damit machen Sie den Leuten in diesem Land Angst, wenn Sie sagen, unter Umständen ist es erlaubt. Das darf nicht sein. Welche Umstände? Ja. Das ist eben die Frage, also ja. wie diese Verse über Dschihad und Krieg und so weiter. Es gibt da mehrere Interpretationen. Das ist ja eben das, was wir als Reformgemeinde sagen. Die Verse des Heiligen Korans sind im Einklang mit der Vernunft zu interpretieren. Ja? Genauso wie diese Verse mit dem Krieg und so weiter. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat sagt, und das sagen auch alle anderen Muslime, die handeln aber leider nicht danach, das Beispiel eines Moslems, so wie es im Koran steht, ist der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst. Und dann für uns als Ahmadis der Gründer unserer Gemeinde. Mhm. Wenn man das Leben der beiden betrachtet, so sieht man, dass sie beide niemals eine Frau geschlagen haben. Sie haben niemals zugelassen, dass jemand seine Frau schlägt und so weiter. Die Frage ist nur, wie interpretiert man diese Verse? Und da gibt es verschiedene Interpretationen, die von diesem Vers also gemacht worden sind in der Geschichte des Islam. Unter anderem zum Beispiel, hier ist im Plural die Rede, und deshalb ist damit eine Gesellschaft gemeint und nicht der Mann, also nicht der Ehemann oder Vater oder sonst etwas, sondern die Gesellschaft, das heißt die Regierung, darf dann bestimmte Maßnahmen ergreifen und so weiter. Und welche Umstände das sind, überhaupt das Schlagen als Schlagen zu verstehen ist, es gibt zum Beispiel einen Vers, wo es heißt, man darf oder sollte bei einem Dieb die Hand abhaken. Ja? Mhm. Genauso gibt es aber einen Vers in dem Koran selbst, wo es heißt, als Yusuf, also der Josef in der biblischen Geschichte, zu den Frauen kam, haben die Frauen ihre Hände abgehakt. Das gibt es auch, diesen Vers. Damit ist natürlich nicht gemeint, die haben wirklich abgehakt, sondern bedeutet etwas verhindern oder verhindern, dass etwas gemacht wird. Ja? Also, das heißt, also es wird interpretiert. Sie verstehen das als Metapher, als Bild für, man soll es nicht tun. Genau. Im Grunde, ja? Genau. Ja. Und deshalb, also man kann das mit verschiedenen Maßnahmen verwirklichen, Gefängnisstrafen, dies, das, also für die Diebe zum Beispiel oder für die Frau, die bestimmte Sachen getan hat und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Interpretationen. Grundsatz ist aber, dass das Leben des Propheten und für uns Ahmadis das Leben des Gründers unserer Gemeinde maßgeblich sind. Und beide haben weder selber jemals eine Frau geschlagen, noch haben sie zugelassen, dass andere das tun, und noch haben sie das jemals erlaubt. Von daher interpretieren wir diese Verse metaphorisch. Und wir denken, da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, wie ich Ihnen eine genannt habe, aus dem Koran selbst, wegen dieser Handabhaken. Also die Frauen haben selber ihre Hand abgehakt. Das kann ja gar nicht physikalisch passieren, dass Frauen, nicht eine Frau, sondern mehrere, als Josef kam und sie sahen ihn, haben ihre Hände abgehakt. Das kann ja nicht sein. Also muss man dann als Metapher verstehen, als zum Beispiel, sie haben aufgehört, das zu machen, was sie gemacht haben und so weiter. Ja. Was Sie eben vorhin gesagt haben, dass wir halt Angst machen der Gesellschaft, wenn Sie so etwas sagen. Wenn wir so etwas sagen. Aber auf der anderen Seite gewährt der Islam ja den Frauen auch sehr viele Rechte. Und wenn man die Zeit der Geburt von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachtet, damals, wie die Rechte der Frauen damals waren oder wie insgesamt die Rechte von Menschen damals waren und welche Rechte der Islam mit sich gebracht hat,
Wenn man das dann genauer sich anschaut, dann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann würde man schon davon ausgehen, dass es viele Frauenrechte, die im Islam, der Islam mit sich gebracht hat für die Frauen und die auch dann gewährt werden, das ist auf jeden Fall dann... Könnten Sie da mal ein Beispiel geben? Woran denken Sie, wenn Sie sagen, der Islam hat Frauenrechte mit sich gebracht, gegenüber dem, was vorher da war? Denn die gibt es ja im Judentum und im Christentum zuhauf auch. Also wie, dass halt die, als eine Tochter oder ein Mädchen geboren wurde, dass sie halt lebendig begraben wurde oder beziehungsweise, ja. Es gibt viele, also halt solche Beispiele. In der arabischen Gesellschaft. In der arabischen Gesellschaft. Und da, da sieht man ja halt, wie dass das weibliche Geschlecht benachteiligt wurde. Damals. Aber Erbrecht zum Beispiel. Aber da sind Sie natürlich mit Christen und Juden völlig auf einer Linie, denn sowohl Judentum als auch Christentum hat immer gegen diesen Brauch protestiert, die Mädchen einfach in der Wüste zu vergraben. Ja, umgekehrt muss man vielleicht auch sagen, gemacht hat, zu häufig ist es sicher nicht passiert, denn also, die waren ja mit ziemlich vielen Frauen verheiratet. Wo haben sie denn die hergenommen? Aber es gibt diese Fälle. Aber, natürlich, es gab diese Fälle. Ja. Aber allgemein, nicht nur in der arabischen Gesellschaft, aber insgesamt, wie bereits erwähnt, die Betonung auf Bildung der Frau, auf Freiheit, die Selbstverwirklichung und so weiter, das sind alle Sachen, die teilweise in der damaligen Gesellschaft, ich sage jetzt nicht, Christentum und Judentum haben das so gewollt, aber die damalige christliche Gesellschaft im Mittelalter, wir wissen, was da alles mit Hexen passiert ist, was alles da und so weiter passiert ist, ja. Also in der damaligen Gesellschaft war es schon ein sehr großer Fortschritt, was der Prophet damals also praktiziert hat und an Rechten gegeben hat. Das ist leider, das ist, worüber wir diskutieren die ganze Zeit. Die Religionen an sich haben etwas gemacht oder gebracht, die Menschen haben daraus etwas anderes gemacht. Ja? Wobei sie mit den Hexen natürlich jetzt in einer ganz anderen Zeit in Lage sind. Natürlich. Die gab es damals nicht. 600, Islam ist ja 622 und 610 gekommen. Ja. Und die Verhältnisse und Rechte der Frauen um 610 in Europa waren auch nicht wahrscheinlich so, wie sie heute sind. Also ich meine, allgemein... Ich verstehe, was Sie meinen. Sie wollten also das wirft ja jetzt eine interessante Frage auf. Ich gebe zu und glaube, dass das auch gut nachweisbar ist, dass ein Impuls zur Modernisierung und zur besseren Stellung der rechtlichen Bedingungen einer Frau durch das Verkünden des Koran gegeben war. Jetzt wäre ja die logische Konsequenz, dass man sagt, das geht in diese Richtung, aber nicht alle Formen, die in der patriarchalischen Gesellschaft praktiziert wurden oder angegeben wurden, müssen deshalb weiterhin so behalten werden. Man kann ja die Richtung, wenn sich die Entwicklung voranschreitet, auch entsprechend neu interpretieren. Sie reden ja auch von Neuinterpretation. Das Merkwürdige, das dann immer wieder auffällt in den Diskussionen, ist, dass man letztlich dann doch an den Wörtern hängen bleibt und diese neuen Aufbrüche eigentlich nicht zu Ende denkt oder umsetzt. Also ich muss sagen, dass zum Beispiel mit den Kollegen in Ankara von der Islamisch-Theologischen Fakultät sehr viel breitere Offenheit dann gegeben war, dass die gesagt haben, ja, also wir müssen unterscheiden zwischen dem, was sozusagen wirklich Offenbarung ist, dem, was soziologisch sich entwickelt hat und das, was kulturell üblich war. Mhm. Und die soziologische und die kulturelle Seite, die sind wandelbar, das theologische nicht. Das bedeutet aber, dass man eben Unterschiede in die Texte letztlich hineintragen kann, die es ermöglichen, durch Neuinterpretation das Theologische zu fassen und von bestimmten konkreten Formen des Sozialen und Kulturellen abzusehen. Das ist immer bei allen Religionen ein, sagen wir mal, Sachverhalt oder ein Problem, dass vieles, was kulturell bedingt ist,
als Religion dargestellt wird, mhm, was aber gar nicht zu der Religion gehört. Richtig. Mhm. Und das ist bei den Muslimen genauso. Also es gibt bestimmte Sachen, die im indischen Subkontinent oder in Indonesien als Teil des Islam verstanden werden, aber in der arabischen Welt nicht oder umgekehrt. Es gibt bestimmte Sachen, die in Afghanistan als Islam betrachtet werden, aber die Araber lehnen das ab. Ja? Also die eigene Kultur wird als Religion dargestellt. Und deshalb muss man ganz genau unterscheiden. Und das ist etwas, was unter den Muslimen sehr sozusagen einfach zu machen ist, wenn sie es machen wollen. Das ist nämlich alles zurückführen, nicht auf irgendwelche Gelehrte, nicht auf irgendwelche Ayatollahs, nicht auf irgendwelche Mullahs, sondern auf den Koran. Weil Koran ist von Marokko bis Indonesien und von Kasachstan bis Kenia gleich. Da gibt es keinen als Text. Als Interpretation nicht? Natürlich nicht, aber als Text ist das gleich. Und wenn man jetzt die Interpretation der Gelehrten nicht als was Festes betrachten würde, wie das die Salafisten machen oder wie das die Saudis machen und so weiter, dann konnte man einen großen Schritt Richtung Erneuerung, Verbesserung, Reform tun. Auf jeden Fall. Ich will noch einen Punkt ansprechen, der in der Diskussion auch eine sehr wichtige Rolle spielt, die Trennung von Religion und Staat. Sie, die Internetseite und auch mal die Publikationen sagen, Sie treten an für eine strenge Trennung von Religion und Staat. Yep. Dann aber ist doch immer wieder auch die Rede von einem islamischen Staat. Geht das? Das ist ein Begriff, der einfach sagen soll, es gibt zwei Sachen, die man dabei unterscheiden muss. Zum einen, wenn man vom islamischen Staat redet, das ist Allgemeingebrauch heutzutage, meint man eigentlich Staaten mit muslimischer Mehrheit. Ja, also mit Bevölkerungsmehrheit sind Muslime, also zum Beispiel Pakistan oder Saudi-Arabien oder Libyen oder wer auch immer, Indonesien. Damit ist aber nicht gemeint der ideale islamische Staat. Ja. Zum anderen gibt es diese Trennung, das haben die Gründer und die Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat ganz deutlich und klar gesagt, es gibt eine klare Trennung zwischen Religion und Staat. Und wenn wir von islamischem Staat reden, dann reden wir davon, dass der Islam einige grundsätzliche Regeln gegeben hat, wie ein Staat zu funktionieren hat. Zum Beispiel, es gibt eine Grundsatzregel und die Regel ist eben, dass man nicht aufgrund der Religion diskriminieren soll, dass man nicht aufgrund der Volkszugehörigkeit diskriminieren soll, sondern es heißt, wenn ihr herrscht unter den Menschen, so herrscht mit absoluter Gerechtigkeit. Und selbst die Feindschaft eines Volkes soll euch nicht dazu verleiten, dass ihr die Gerechtigkeit aus der Hand gebt. Seid gerecht, das ist vor Gott der Gottesfürcht am nächsten. Das ist der Vers aus dem Heiligen Koran. Also jeder Staat, der nach dieser Maxime handelt, ist quasi ein islamischer Staat. Ja? Jeder Staat, der nicht nach Religionszugehörigkeit, nach Volkszugehörigkeit, nach Hautfarbe und so weiter Ansicht diskriminiert. Ja, also, absolut gerecht handelt. Also ist Deutschland ein islamischer Staat? In gewissem Sinne. Ja, also vielleicht ist es schon weniger irreführend, wenn man sagt, ein Staat im Sinne der Botschaft des Islam. Wenn Sie sagen, Scharia und Grundgesetz ist im Grunde eins und das ist ein islamischer Staat, dann könnte man sagen, dieser Staat ist in seinem Kern in diesem Sinne ein islamischer Staat. Dass man halt schon halt die Freiheit zum Beispiel, also wenn wir jetzt über unserem Land Pakistan reden würden, da sind wir ja nicht anerkannt und dass wir halt nicht so dort praktizieren dürfen, wie hier dann im Sinne von da kann man schon sagen. Also für uns sowieso, also wir dürfen in Pakistan uns nicht als Muslime bezeichnen, in Deutschland schon. Wir dürfen dort keine Moscheen haben, hier schon. Wir dürfen da nicht beten, hier schon. Also ist das hier für uns? Das ist für uns natürlich eine Freiheit sozusagen. Ja, ist es auch, wir haben noch 5 Minuten, da ist es eine gute Überleitung mal weg von diesen Apologie-Themen. Ist es auch Ihre Heimat? Also betrachten Sie sich als, ich weiß nicht, was Sie für einen Pass haben, aber betrachten Sie Deutschland als Ihre Heimat oder sind Sie hier im Grunde im Exil und würden eigentlich
lieber wieder zurück nach Pakistan? Also für mich persönlich, ich bin mit 14 nach Deutschland gekommen und natürlich, also man hat ja die Erinnerungen an das Alte, natürlich, ich bin halt dort aufgewachsen. Ja. Auf der anderen Seite, für mich ist das natürlich meine Heimat. Wenn ich jetzt nach Pakistan fliege oder fliegen würde, dann würden die mich sogar als wie ein Ausländer natürlich behandeln, weil ich aus einem anderen Land komme. Ich bin hier natürlich, also wenn man hier in Deutschland lebt, dann integriert man sich natürlich auch. Integration ist auch ein sehr großer Thema, dass man halt natürlich, egal in welchem Land man ist, also wir werden auch, es wird auch in der Jamaat, in unserer Ahmadiyya Muslim Jamaat sehr viel Wert darauf gelegt, dass egal in welchem Land wir leben, dass wir halt die dortige Sprache erlernen und mit der Sprache, mit dieser Kommunikationsmittel, das ist ein Mittel dazu, dass man sich integriert, dass man halt gewisse Dinge auch in dieser Gesellschaft tut, um dieses Miteinander zu sein, damit die Menschen sich halt wohlfühlen in unserer Anwesenheit. Mhm. Mhm. Ja, und das ist natürlich, also für mich ist das natürlich meine Heimat, ja. Mhm. Und vor allem für meine Kunden schon, weil die sind hier geboren, mhm, und die sind vielleicht einmal oder nur einmal in Pakistan gewesen, also für die ist das natürlich ein Ausland und das ist für die Heimat. Mhm. Ja. Das ist immer so, in der ersten Generation, die noch sozusagen aus irgendwelchen anderen Ländern gekommen ist, gibt es noch eine Verbindung zu dem Land des Ursprungs, der Eltern und so weiter. Aber die nächste Generation und die übernächste Generation, die haben dann überhaupt keine Beziehung mehr zu dem Land. Also wenn sie sich integriert haben, also nicht in geschlossene Gesellschaften leben, dann werden sie Teil des neuen Landes. Das ist eben so. Wobei man in diesem Fall vielleicht auch dazu sagen muss, es ist ja nicht erstrebenswert, als Ahmadi Muslim nach Pakistan zurückzukehren. Genau. Sie haben ja noch Glück, wenn Sie als Ausländerin behandelt werden, dann werden Sie weniger diskriminiert, als wenn Sie eine pakistanische Bürgerin wären. Genau. Nicht? Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt es ja in manchen Gruppen so, dass die Leute eben, sagen wir mal, sehr verfassungspatriotisch deutsch in einer gewissen Weise sind, weil sie sagen, sie haben da auch eine Fahne am Revers, nicht? Weil sie sagen, hier kann ich meine Religion frei leben und in dem Land, aus dem meine Eltern kommen, geht es gar nicht. Ist das in der Ahmadiyya eine verbreitete Haltung, dass man dankbar ist, hier leben zu können in diesem schönen Land? Das sowieso. Man ist dankbar, dass man überhaupt die Freiheit hat, seine Religion zu leben, ja, und in Moscheen zu gehen, Moscheen zu bauen, mhm, und als Muslim aufzutreten, Islam zu praktizieren. Die Möglichkeiten haben wir in Pakistan nicht, ja. Also in diesem Sinne schon, ja. Da, mhm, muss ich auch natürlich auch hinzufügen, also zum Beispiel die jährliche Versammlung, die darf man natürlich in Pakistan nicht mehr so machen, wie hier in Deutschland zum Beispiel oder in England oder auch in anderen Ländern gemacht werden. Und da hat man die Möglichkeit gar nicht mehr. Oder dass halt die großen Moscheen, da versammeln sich die Ahmadis nicht mehr, weil es einfach so viele gefährliche, also man hat natürlich Angst davor. Und mhm, dann, es ist natürlich, man ist natürlich dankbar, überhaupt in diesem mhm, Land zu leben, natürlich. Und dieses Land hat sie jetzt auch in einer besonderen Weise anerkannt, also etwas den Ahmadis zugesprochen, was viele andere muslimische Gruppen gerne erreichen würden, nämlich die höchste juristische Anerkennung, die es gibt als Körperschaft des öffentlichen Rechts in Hessen. Wie ist es in der innermuslimischen Debatte? Sie hatten, Herr Antes, darauf hingewiesen. Ändert das Ihre Stellung in der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland, dass Sie das jetzt in Hessen bekommen haben? Wie nehmen Sie das wahr? Ja, also auf jeden Fall, weil außerdem, es ist ja nicht nur unter den Muslimen, sondern unter den Akademikern und Politikern bekommt man ja Anerkennung. Und egal wo man ist, egal in welchem Gespräch man ist, wird ja darauf angesprochen, dass es die erste muslimische Gemeinschaft, die den Körperschaftsstatus bekommen hat. Und es bringt auf jeden Fall ganz viel Anerkennung. Und auf der anderen Seite, die innermuslimische, ja, die gucken ja natürlich darauf, dass es halt, dass die muslimische Gemeinde, die wir gar nicht als muslimische Gemeinde anerkennen, mhm, dass die halt als muslimische Gemeinde hier Ändert das was in den Köpfen von normalen Sunniten, Schiiten? Also auf theologischer Basis nicht. Ja. Praktisch ja. Praktisch ja. Insoweit, dass sie wissen, dass sie ohne diesen Dialog, ohne diese Gespräche mit der Ahmadiyya Muslim Jamaat einfach nicht weiterkommen.
Also da schon. Aber auf theologischer Basis ist das natürlich, diese Fatwas sind da, die Ahmadi sind keine Muslime für die anderen und so weiter und so fort. Also da wird es schon eine gewisse Zeit brauchen, bis man überwunden hat. Ja. Also theologisch ändert sich nichts, praktisch sehr wohl, und Sie sagen von Seiten der Ahmadi ein klares Angebot an die anderen Muslime zur Kooperation und einem friedlichen Zusammenleben. Herzlichen Dank für diese Runde. Bitteschön.